Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 6. Juni 1990. Heute vor 30 Jahren wurde die als Terroristin der RAF gesuchte Susanne Albrecht in der DDR verhaftet. Ramona Schlee. Fast 13 Jahre ist der Mord am Bankier Jürgen Ponto her. Er wäre ohne Susanne Albrecht nicht möglich gewesen. Sie hatte durch ihre wohlsituierte Hamburger Familie engen Kontakt zur Familie Ponto und wird so zur Türöffnerin ins Privathaus der Familie Ponto für die RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Dort wurde Jürgen Ponto erschossen, der nichts vom geheimen Leben von Susanne ahnte. Sie ist der Polizei seit 1973 bekannt. Und zwar aus der terroristischen Szene, und sie wurde mehrfach in polizeiliche Ermittlungen einbezogen. Und 1973 wurden bei ihr Zündkapseln und Literatur über Waffen sichergestellt. So der Präsident des BKA, Gerhard Böden, kurz nach dem Ponto-Attentat. Sofort fahndet die Polizei nach Susanne Albrecht, doch sie bleibt verschwunden. Erst kurz nach dem Mauerfall kommt Bewegung in die Sache. Peter Michael Diestel, Innenminister der ersten frei gewählten Regierung in der DDR, bekommt da ein Dokument in die Finger. Daraus geht hervor, die Deutsche Demokratische Republik versteckt ehemalige RAF-Terroristen. Ich bin dann sofort nach Bonn gefahren und habe mich mit Schäuble getroffen, der damals Bundesinnenminister war, und muss einfach sagen, diese geheimdienstlichen Geschichten, die empfand ich als unappetitlich, als säuisch, als zerstörerisch. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenige Tage nach Susanne Albrecht ist in der DDR auch die seit 15 Jahren als Terroristin gesuchte Inge Fied festgenommen worden. In den DDR-Behörden ist ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Rote Armee-Fraktion ins Netz gegangen. Insgesamt 10 RAF-Mitglieder mit neuer DDR-Identität gehen den Fahndern ins Netz. Ex-SED-Chef Honecker bestreitet noch, aus dem Moskauer Exil davon gewusst zu haben. Das weiß ich nicht. Da ist man jetzt dabei, das festzustellen. Und Sie hätten es unterbunden, wenn Sie es gewusst hätten? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Die Stasi wusste von den neuen Staatsbürgern, stattete sie mit neuen Identitäten aus. Susanne Albrecht lebte seit 1980 als Ingrid Jäger in Cottbus als Übersetzerin. Sie heiratet einen ahnungslosen Physiker und wechselt erneut ihren Namen, heißt nun Becker. Das Paar bekommt einen Sohn. Dieses Leben bricht nun zusammen. Susanne Albrecht wird zu 12 Jahren Haft verurteilt, 6 davon sitzt sie ab. Sie war die erste der insgesamt 10 RAF-Terroristen und Terroristinnen, die in der DDR enttarnt wurde, heute vor 30 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.